Taube rechnen bei einer Kondensatorladung. Und zwar, den Text lese ich jetzt mal nicht vor. Beispiel. Ich habe hier Folgendes gegeben, und zwar, ich soll innerhalb von 0,1 Sekunden die Spannung des Kondensators auf 63% laden. Also den Kondensator auf 63% der Batteriespannung laden. Also kann ich sagen, 63% sind 0,63. Das ist nicht das Problem. Nebenbei, wenn hier links steht oder link, dann ist damit hier oben diese Einblendung gemeint. Wenn ihr die nicht seht oder verpasst, deswegen habe ich aber eigentlich das blaue Feld gemacht, damit es besser auffällt. Wenn ihr die nicht seht, einfach mal mit dem Finger hier drauf rumgehen, dann seht ihr ein I und da drauf tippen, dann sieht man, worauf ich mich beziehe. Dann muss ich hier nicht nochmal alles ein paar Mal erklären. So, das war das Einzige, was gegeben ist. Es ist Tau gesucht, aber kein Widerstand gegeben und keine Kondensatorgröße gegeben. Also die Formel Tau ist R mal C, die fällt aus. Die habe ich hier übrigens in diesem Video auch besprochen. Ne? Gut. Diese und wie man mit den Einheiten umgeht. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als eine allgemeinere Formel zu nehmen, und zwar UC ist gleich UB mal in Klammern 1 minus E hoch, Achtung, minus T geteilt durch Tau, Klammer zu. So, wenn ich das so mache, ich nehme jetzt mal ganz einfach die eine Variante, ich könnte die ganze Formel auch nach Tau so umstellen, ohne was einzusetzen, aber da das hier nicht so gefährlich ist und weil mir die Sache gleich kürzer erscheint, habe ich das mal so gezeigt. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen mehr geschrieben. Ich kann das schneller, aber Leute, einen Tipp, schreibt alles hin. Alles hinschreiben, jeden einzelnen Schritt, denn was man hingeschrieben hat, kann man sehen, und was man sehen kann, damit kann man erst rechnen. Alles im Kopf versuchen umzustellen, ist immer sehr schwierig. So, also setze ich in diesem Fall mal ein, die bekannten Größen, die ich weiß, und ich weiß ja, UC ist 0,63 mal UB. Also kann ich UC dadurch substituieren oder ersetzen. Ich schreibe also UB mal 0,63 ist gleich UB, ich weiß die Spannung gar nicht, ist auch gar nicht wichtig, mal, und dann setze ich das hier ein, und hier diese, Achtung, schreibt am besten das Minus immer auf den Bruchstrich oben drauf, weil wenn man das davor schmiert, dann geht es ganz schnell mal verloren und man wundert sich über die Ergebnisse. Also diese 0,1 Sekunden habe ich hier, die Minus, das ist aus der Formel übernommen, das Minus. 0,1 Sekunden habe ich hier oben eingesetzt. Und jetzt sage ich, okay, wie stelle ich die Formel um? Naja, ganz einfach durch UB. Warum fange ich nicht hiermit an? Ihr könnt mal den Link, den habe ich jetzt hier nicht angeführt, aber ich habe eine ganze Geschichte über Gleichungen lösen gemacht. Also das sind etliche Videos mit den unterschiedlichsten Typen von Gleichungen und den verrücktesten Gleichungen und so weiter. Einfach mal nachgucken auf meinem Kanal in den Playlists. So, wenn ich jetzt also durch UB geteilt habe, ne, dann fällt hier UB und UB teilt sich, fällt weg, also bleibt UB durch UB ist 1, bleibt nur noch die 0,63 hier stehen und der Rest bleibt. Ich kann jetzt aber die Klammer weglassen. Jetzt sage ich, okay, was stelle ich als nächstes? Die 1, also nehme ich minus 1. Dann steht hier drüben minus 0,27 und hier steht noch dieses Minus hier, dieses. Das steht noch da und der Rest. Dann sage ich, okay, wenn ich die gesuchte Größe, nämlich das Tau im Exponenten habe, ja, dann wie macht man das? Indem man logarithmiert. Logarithmieren, das mache ich aber erst dann, wenn ich sage, okay, auf beiden Seiten habe ich ein Minus, diese minus 1, ich nehme alles mal minus 1 auf beiden Seiten, dann fällt das schon mal weg, habe ich wieder weniger Ärger und jetzt muss ich logarithmieren. Wenn ich eh schon da stehen habe, dann nehme ich am besten den natürlichen Logarithmus, also logarithmieren heißt, einfach ln auf beiden Seiten davor schreiben. In diesem Fall habe ich es mal heller blau geschrieben. Dann steht einfach da, 0,27 stand da, ein ln davor. Und hier vor diesem gesamten Ausdruck schreibe ich auch ein ln. Jetzt muss ich Logarithmengesetze anwenden. Immer an die Links denken, wenn ihr nicht wisst, wie das ging und so weiter. Das wird hier oben, ne, das i. Klickt mal drauf, dann seht ihr das Video und dieses wartet hier. Zumindest am PC. So. Jetzt geht es so weiter, dass ich sage, ich habe das ja logarithmiert und ich wende die Logarithmengesetze an. Das heißt, der Exponent hier, der kann in diesem Fall getrost nach vorne geschrieben werden, also vor dem Ausdruck ln. Und wenn ich das mache, dann sieht das so aus. Auf der linken Seite ist gar nichts passiert, aber auf der rechten Seite ist der komplette Exponent vor das ln e gerutscht. Achtung, nicht zu vergessen, ln e ist 1. Ne? Hier
an die Linksdenken. Ln E ist 1, also wird die Formel noch einfacher. Jetzt steht bloß noch das da. Und jetzt kommt ein alter Trick. Stürzen. Stürzen heißt auf beiden Seiten den Kehrwert nehmen. Hier steht ja eigentlich, ich mache das mal dünner, durch 1. Also wenn ich das stürze, steht die 1 oben und der Ln 0,27 steht unten. So, gucken wir mal weiter. Wenn ich das also gemacht habe, rutscht die 1 nach oben, Ln 0,27 steht unten, Tau steht oben. Wunderschön, geht jetzt nämlich ganz einfach. Ich kann sagen, mal minus 0,1 Sekunde. Die 1 mal das ergibt das. Hier unten steht noch Ln 0,27 ist gleich Tau. Und jetzt bin ich so gut wie fertig. Also ich habe es sehr ausführlich gemacht jetzt. So gut wie fertig, weil wenn ich den Ln von 0,27 ausrechne, komme ich auf minus 1,30933 tralala und so weiter und so fort. Diesen Ausdruck in den Taschenrechner eingeben, Minus und Minus, Minus durch Minus ist E plus, also da, die muss ich nicht mit eingeben, das kann ich mir schenken. Ich kann also hier im Stillen schon mal ein Plus draus machen und kann das Plus vergessen im Taschenrechner. Das alles durcheinander geteilt ergibt 0,0764 Sekunden. Warum? Weil die Sekunde noch hier oben steht. Und dann habe ich die Aufgabe gelöst. Gut, liebe Leute, ich hoffe, das hat noch mal ein bisschen dazu beigetragen, auch dieses blöde Tau manchmal auszurechnen, ohne dass man irgendwelche anderen Geschichten da hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr hattet Freude dran, diesen Weg mal nachzuvollziehen in Gedanken. Also, bis später, bis zum nächsten Video. Tschüss.